Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meiner Werkbank. Mein Name ist Oliver, Kanal Antike Angelrollen. Die Tutorials zum Do-it-yourself-Verfahren bei der Wartung und Pflege von Angelrollen, hauptsächlich älterer Bauart, aber nicht nur. Ich hatte letzte Woche mal einen kurzen Austausch in der Kommentarfunktion mit einem Zuschauer. Da ging es um die Einsatzmöglichkeiten von älteren großen Angelrollen für gewisse Großfischprojekte. Und im Nachgang zu dieser kurzen Diskussion habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte mal wieder was machen über eine meiner absoluten Lieblingsrollenserien, die Diver Silver Series aus den 70er, frühen 1980er Jahren. Was wir heute hier auf dem Tisch liegen haben, das ist eine Diver 7000C. Eine große Rolle, Schnurfassungsvermögen 185 Meter 0,50er Schnur. Was wir hier sehen, ist noch alte Schnur, die muss weg, alte 50er Schnur, den Rest, den muss ich jetzt endlich mal entfernen. Und ja, das ist tatsächlich ein besonderes Stück, meiner Meinung nach. Also ich finde die super. Ganzmetall, unheimlich robust gebaut, wie ein Panzer, de facto bei sachgemäßem, normalem Einsatz in der Angelei, unzerstörbar. Und falls jemand so etwas noch hat, falls ihr so etwas findet im Keller, auf dem Speicher, in der Garage oder es ist ein Erbstück vom Vater oder Großvater oder vom Onkel und ihr wollt mal nach Norwegen fahren oder ihr wollt mal hier auf Wels angeln, kauft euch nichts Neues, nehmt die her. Was Solideres gibt's fast nicht. Also meine Empfehlung. Wie gesagt, ich bin begeistert davon. Gut. Also, Ganzmetall, drei Kugellager, schwer, wiegt wahrscheinlich so, ja, bestimmt 700 Gramm. Es ist eine ganz normale Frontbremsrolle, das heißt, wir nehmen zunächst die Spule ab. Wir fangen immer an mit dem Abbau der äußeren Teile. Hier auf der Seite haben wir eine Schraube, die sich mitdreht. Und das heißt, wir haben eine Steckkurbel. Muss hier diese Schraube gelöst werden an der Seite. Und wenn die dann entfernt ist, das ist diese Schraube, die die Kurbel hält, kann man die Kurbel einfach an der Seite so herausziehen. Wie immer, Leute, die meine Videos kennen, die wissen das, kommt alles hier in eine kleine Plastikschüssel, in der ich die Kleinteile und die Schrauben sammle, dass ich nichts verliere. Und dann geht es hier an das Seitenteil. Das sind drei Schrauben, die kann man mit einem Kreuzschlitz oder mit einem ganz normalen Schraubenzieher aufdrehen, das ist egal. Dann nehmen wir hier mal den Seitendeckel ab und gucken mal rein. Und in dieser Rolle wird sich jetzt keine große Überraschung oder vor allem keine unangenehme Überraschung verbergen. Sie läuft gut, sie läuft sauber. Es ist nur, glaube ich, 2 Jahre her, dass ich sie das letzte Mal geöffnet hatte. Sie wurde seitdem nicht viel gefischt. Also, das ist jetzt einfach ein schneller Service hier. Gut, diese drei Schrauben werden entfernt. Kontrollieren, wenn man diese Schrauben entfernt, ob sie auch alle die gleiche Länge haben. Das haben sie in diesem Fall. Das sind schöne, kurze, dicke, stabile Edelstahlschrauben, rostfrei. Und jetzt kann man hier den Seitendeckel abnehmen und einen Blick ins Innere werfen. Hier sehen wir also das große Hauptritzel, ein Kugellager. Da hinten, was ich immer Wickelblock nenne, hier, da ist die Achse dann drauf, da wo ich mit dem Stichling hinzeige. Und die dann die Achse nach vorne und nach hinten bewegt. Also alles sehr übersichtlich und sehr aufgeräumt. Das hier ist eine Rolle, die ist ganz stringent, konventionell, geradlinig aufgebaut. Das ist ein System, was sich bewährt hat. Zuverlässig, stabil, wie gesagt. Nichts Besonderes. Es ist nicht irgendwie ausgefallen oder besonders, wie soll man sagen, sophisticated sozusagen, wie man es bei vielen ganz modernen Rollen findet, aber nochmal zuverlässig und verlässlich und stabil und eigentlich unkaputtbar. Gut, jetzt habe ich hier die Schraube entfernt, die da drin war, mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher, die die Achse in diesem Block fixiert. Jetzt kann man hier vorne einfach die Achse herausziehen. Ein massives Teil, ich glaube 6 mm Edelstahl. Sie ist etwas verschmutzt. Aber in gutem Zustand, abputzen, neu fetten, dann läuft es wieder, ab in die Schüssel.
Und jetzt kann man hier dieses Hauptritzel herausnehmen, wenn die Achse entfernt ist. Müsste man eigentlich. Müsste man eigentlich leicht herausnehmen können, aber irgendwas klemmt. Jetzt frage ich mich, warum. Jetzt dann nehme ich einfach zunächst mal hier diesen großen, massiven Wickelblock heraus. Ein Kugellager, das lege ich mal vor mich. Moment, ich habe das Küchenpapier vergessen. Das braucht man natürlich, unabdingbar. Kugellager mal dahin und jetzt geht's raus. So. Okay, das war jetzt off-camera. Da musste ich jetzt ein bisschen spielen oder ein bisschen ziehen. Das ist also jetzt das Hauptritzel und hier sehen wir das zweite Kugellager, was auf dieser Seite sitzt im Inneren. Das nehmen wir auch ab, wenn es denn abgeht. Jawohl, nehmen wir auch dahin. Okay, das war's sozusagen. Der Body der Rolle ist leer. Hier hinten, dieses Zahnrad da, was wir da sehen, da ist so ein Stift drauf. Der reitet in dem Kanal, in diesem Kanal von diesem Wickelblock hier und sorgt eben dafür, dass das Ganze nach vorne und nach hinten bewegt wird und die Schnurverwicklung stattfindet. Hier dieses Zahnrad, dieses große, ist mit einer Schraube fixiert, mit einer kurzen Schraube, mit einem flachen Kopf. Das ist die Schraube, die dazu passt. Und dann nehmen wir hier dieses Rad heraus. Dieses Rad. So. Und wenn wir jetzt gucken, ich bin jetzt doch froh, dass ich die Rolle aufgemacht habe, obwohl sie eigentlich ganz hervorragend lief. Man sieht hier drin, vorne auf dem Pinion Gear, hier vorne, das Fett, was da drauf ist, das sieht relativ braun und verschmutzt und verbraucht aus, gewissermaßen. Hier auf diesem Ritzel, ich halte das mal in die Kamera, hier auf diesem Ritzel vorne auch, Moment, mal gucken, ob die Lichtverhältnisse nicht ein bisschen besser werden können, so. Vorne auch, hinten auf der Rückseite sieht das Fett noch blau und gut aus. Also, gut, dass wir es aufgemacht haben. Alles kommt in die Schüssel und alles wird mit etwas Kriechöl eingesprüht, nicht viel. Das dient nur dazu, dass sich dieses alte Fett löst und ich es gleich schneller sauber machen kann. Als nächsten Schritt muss der Rotor ab. Da haben wir hier vorne eine Mutter und das ist eine, jetzt habe ich sogar Glück, eine 12er Mutter. Die mit, die gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht wird. Ihr habt gesehen, ich habe die Mutter gelöst mit einem Schraubenschlüssel und den Rest mache ich von Hand. Und jetzt kann man den Rotor abziehen. So, schaut es aus. Hier unten im Rotor ist alles sauber. Dieses Zahnrad, was wir da sehen, das ist für die Rücklaufsperre. Und das greift dann hier ein. Moment, da unten, wo ich mit dem Stichelchen zeige, da an diesem Ende greift es dann in die Rücklaufsperre ein. Ich drehe das mal, so ist es, die Rücklaufsperre eingeschaltet, so ist sie ausgeschaltet. Ja, das ist alles sehr sauber, wie gesagt, das habe ich schon mal sauber gemacht. Das lassen wir wie immer so, wie es ist, da kommt nur ein Tropfen Öl dran. Da wird nicht dran herumgespielt. Und jetzt haben wir hier drei Schrauben. Hier, 1, 2, 3. Die halten so Metallkragen fest, sind Kreuzschlitzschrauben. Das muss raus. Und dann kann man das darunterliegende Kugellager mit dieser Achse eben entfernen. Also drei Schrauben. Wir haben ein feines Gewinde, das heißt, da muss man ziemlich lange drehen, bis man das
draußen hat. Also drei Schrauben, alle die gleiche Länge, das auch immer wieder kontrollieren, aber hier erwarten einen in der Regel keine Überraschungen. Dann diesen Kragen hier, diesen Ring abnehmen und dann kann man hier vorne heraus diese ganze Einheit herausziehen. Also, das ist wirklich ein massives Getriebe und ein großes Kugellager, kann man einfach herausziehen und jetzt ist der Korpus tatsächlich leer. Gut, dann gehen wir an die Reinigungsarbeiten. Das Kugellager hier nehme ich auch ab, was hier auf der Achse sitzt. Auch die bekommt eine Ladung, einen Spritzer Kriechöl. Ja, und jetzt fangen, wie immer auf meinen Videos, die Reinigungsarbeiten an. Jetzt wird abgespült, sage ich immer. Einfach die verschmutzten Teile, wo das alte Fett sich angesammelt hat, vielleicht an Stellen, wo es nicht hingehört. Mit etwas Kriechöl, nicht viel, ein kleiner Spritzer reicht. Dieses alte Fett, das soll nur kurz angelöst werden. Einsprühen und dann mit einem Papiertuch und mit einem Wattestäbchen alles reinigen. So, das war der Seitendeckel, ist schon fertig. Dann kommen wir hier zum Gehäuse. Bei der Rolle, das geht jetzt schnell, da ist nicht viel zu tun. Sie ist eigentlich sauber. Und sowas hier holt man dann eben heraus. Das ist dieses überschüssige Fett, was es nicht braucht, was benutzt ist, was verbraucht ist. Einfach raus damit. Mit Wattestäbchen und mit Küchenpapier. Die Rolle wurde gefischt und sie sieht äußerlich nicht perfekt aus. Sie hat ihre Gebrauchsspuren, sie hat ihre Macken, sie hat ihre Lackschäden. Aber alle, die meine Videos kennen, die wissen, mir ist es egal. Bei mir ist wichtig, die Rollen sollen sauber laufen. Die Optik, die Ästhetik ist eigentlich nur sekundär. Es geht ja eigentlich nur darum, oder mir geht es auf meinen Videos darum, zu zeigen, dass man so alte Rollen mit minimaler oder mit relativ geringer Pflege wirklich jahrzehntelang zuverlässig am Laufen halten kann. Okay, das war's. Alles sauber, das überschüssige Kriechöl habe ich auch herausgeputzt, habe ich auch hier mit dem Küchenpapier entfernt. Das ist wichtig, dass man das Kriechöl, wenn man es als Reinigungsmittel verwendet, dass man das weitestgehend entfernt, weil wenn wir die Rolle jetzt neu fetten und da ist noch Kriechöl drin, das Kriechöl weicht das Rollenfett wieder auf bzw. oder verdrängt das Rollenöl an den Stellen, wo geölt wird und dann ist einfach die Schmierwirkung vermindert oder ist nicht mehr so gut, wie sie eigentlich sein sollte. Jetzt mache ich hier nochmal Licht irgendwie. Sind die Lichtverhältnisse heute etwas schwierig. Ich hoffe, dass es auf dem Video nicht stört. Okay, das ist sauber. Kugellager werden auch einfach etwas abgewischt. Kugellager kann man so prüfen, ob sie leicht, leise, ohne Rauigkeiten oder Unwuchten laufen. Das tun sie. Es gibt so Geräte zum Kugellager testen. Da steckt man die auf so einen Stift und kann dann gucken, wenn man es dreht, wie lange drehen sie sich, wie leicht drehen sie sich. Kann man kaufen, kann man benutzen. Ich nehme es in der Regel nicht her. Moment. Ach, jetzt will ich nochmal irgendwie. Also heute ist irgendwie, bin ich mit der Kameraposition nicht so ganz zufrieden. So, jetzt geht's. Okay, und dann gehen wir dran, dass wir hier diese Getriebeteile schnell säubern. Diese Daiwa Silver Series 7000C, das Modell, was ich jetzt hier habe, das gab es in vielen verschiedenen Größen. Die 7000C ist das zweitgrößte Modell. Es gab auch noch die 9000C, über die habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ist schon länger her, fast ein Jahr mittlerweile.
Dann gab es eine kleinere Schwester, die 4000C, die hat ungefähr 25 oder 30 Meter weniger Schnurfassung von einer 50er Schnur. Das ist also eigentlich auch eine Salzwasserrolle, eine sehr starke, schwere, stabile Salzwasserrolle. Dann gab es eine 2600, es gab eine 1600, eine Tausender, eine 1300 gab es auch nicht. Also es gab einige Modelle davon in verschiedensten Größen und es gab von dieser Größe auch zwei winzige Rollen. Was ich jetzt hier mache, ist, ich reinige dieses Pinion-Gear, ja, und da ist altes Fett drin, was ich jetzt mit einer alten Zahnbürste einfach herausbürste. Und es gab auch zwei kleine Modelle, die 700C und auch die 500C. Und diese beiden waren, glaube ich, die kleinsten jemals gebauten Ganzmetall-Stationärrollen. Aber die gibt es bei uns in Europa oder in Deutschland sehr, sehr selten. Das sind wirklich Sammlerstücke. Da muss man suchen, dass man sie findet. Die sind dann auch teuer. Während hier diese 4000C, die 7000C, das waren seinerzeit tatsächlich Brot- und Butterrollen für die Meeresangler. Sehr, sehr populär, auch in den Vereinigten Staaten. Und es ist eine ganz typische Rolle für die 1970er, 1980er Jahre, vom Aufbau her, vom Konstruktionsprinzip her. Also was ihr jetzt hier seht, der Getriebeaufbau, das ist nichts Besonderes, das ist nicht besonders komplex, aber wie gesagt, bewährt, stabil, zuverlässig und viele andere Rollenhersteller haben das ganz, ganz ähnlich gebaut. Also Shakespeare, Ryobi zum Beispiel. Und dieses silberne Design, diese Silver Series, das ist auch ganz typisch für die 1970er Jahre. In den 50er und 60er Jahren waren Angelrollen meistens schwarz. Denken wir an Mitchell zum Beispiel, die waren alle schwarz. Andere Hersteller auch, die alten Dumps, die alten DAM-Rollen, alle schwarz. Und dann kam halt in den 70er Jahren die Mode auf, dass die Angelrollen alle silber waren. Mittlerweile sind sie ja wieder schwarz überwiegend oder in den 80er Jahren wurden sie dann wieder schwarz. Und diese Silver Series, das hatten viele andere Hersteller auch. Von Penn gab es eine. Auch Damm hatte eine Serie, die ähnlich aufgebaut, ähnlich konstruiert, die in Silber gehalten war. Ich glaube, das war die SL, hieß die. Oder ja, ich glaube SL. Ryobi hatte auch so eine silberne Serie. Also das war der Trend der 1970er Jahre, dass man diese Rollen in ganz ähnlicher Bauweise und auch tatsächlich in ganz ähnlichem Design konstruiert und vertrieben hat. Und das Zweite ist, diese Rollen waren dann alles Fernostprodukte. Also in den 70er Jahren hat man angefangen, die Rollenproduktion nach Fernost zu verlagern, aus Kostengründen. Und zunächst eben nach Japan und dann nach Korea. Und hier dieses Modell ist Made in Korea. Die früheren Modelle waren noch Made in Japan. Und das war bei den anderen Rollen genauso. Auch die anderen Modelle von Penn zum Beispiel, Shakespeare hatte auch etwas ähnlich Konstruiertes, die waren in Japan oder in Korea hergestellt. Und jetzt speziell hier zu den Divers. Diver hatte noch andere Rollenserien. Sie hatten die GS-Serie, die Gold-Silver-Serie, die hatte eine andere Farbe, die war eben golden, wie der Name sagt. Oder auch die berühmte Black Gold Serie. Und die waren ganz ähnlich aufgebaut wie hier dieses Modell. Also optisch, vom Design her und auch von der Technik her. Und wer heute hier aufpasst und zuguckt bei dem Video und der hat aber eine GS zu Hause, eine Gold Silver oder eine Black Gold, der kann die auch warten oder reparieren oder pflegen. Der Unterschied ist marginal. So. Okay, jetzt habe ich hier alle Teile gereinigt und sie liegen hier vor mir auf meinem Küchenpapier. Und jetzt geht es an den Zusammenbau. Die Kugellager, drei Stück, die hier vor mir liegen, die öle ich. Ich behandle meine Kugellager oder die Kugellager in meinen Angelrollen in der Regel einfach mit ein paar Tropfen Öl. Außer sie waren ab Werk schon gefettet und es ist viel Fett drin. Es gibt, ja, da gibt es zwei Philosophien. Werden Kugellager geölt oder gefettet? Man kann beides machen, beides funktioniert. Es gibt auch spezielle Fettpressen, um Kugellager mit Fett zu füllen, mit Kugellagerfett. Ich öle sie, funktioniert auch. Okay. Aber das ist Geschmackssache, das kann jeder machen, wie er will. Gut, dann
fangen wir an mit dem Zusammenbau. Als erstes nehmen wir hier das Pinion Gear und dieses große Kugellager, was ich geölt habe. Das kommt da wieder drauf. Und dann wird gefettet. Ich nehme jetzt hier für diese Rolle wieder dieses blaue Pen-Rollenfett her. Kein Diver-Fett, es ist egal. Ich sage immer, was man hernimmt, ist eigentlich egal. Hauptsache es ist ein Fett für ein Schmiermittel für den Bereich der Angelrollen, für den maritimen Bereich. Es gibt manche Rollen, die vertragen dieses Standardfett nicht. Die wollen dann ein weicheres Fett haben, ein dünnflüssigeres Fett. Da habe ich letztens mal ein Video drüber gemacht. Aber ich weiß, hier bei diesen Divers funktioniert das. Okay, ich habe hier innen auch ein ganz klein bisschen Fett reingetan. Ist eigentlich egal, hat keine Schmierwirkung oder beeinträchtigt oder beeinflusst nicht irgendwie die Leichtgängigkeit. Das habe ich einfach nur gemacht. Es ist ein gewisser Schutz, Korrosionsschutz. Es ist wasserabweisend und wenn ich die Rolle das nächste Mal auseinanderbaue, wird dieses Kugellager leichter herausgehen. So sitzt es dann da drin. Dann kommt einfach hier dieser Ring wieder drauf. Und wie gesagt, Leute, die meine Videos öfter sehen, die haben hier wenig Überraschungen. Rollen dieser Bauart gab es viele, gibt es viele. Es ist im Grunde keine Kunst, es ist kein Hexenwerk, so etwas auseinanderzubauen, rasch zu pflegen und wieder zusammenzubauen. Gut, also Kugellager und diese Achse mit dem Pinion Gear sitzt wieder drin. Jetzt wird das Ganze hier eben mit diesen drei Schrauben fixiert. Zwei und die Nummer 3. Wenn euch das zu langweilig wird, hier mir bei diesen kleinen Schrauben zuzugucken, dann könnt ihr euch schnell einen Kaffee holen. Das dauert jetzt noch eine Minute. Oder irgendwas anderes machen. Aber ich schneide meine Videos nicht. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Oder mir fehlen da die technischen Fähigkeiten. Also alles, was wir hier sehen, ist live und ungeschnitten. Und deshalb hat es manchmal eben auch so ein paar dramaturgische Längen. Ich hoffe, das wird mir nachgesehen. Okay, jetzt sitzt es wieder drauf. Diese Scheibe, dieser Kragen mit den drei Schrauben. Das heißt, hier die Achse mit Kugellager ist wieder an Ort und Stelle und ist wieder fixiert. Hier oben mit diesem Mechanismus für die Rücklaufsperre haben wir gesagt, machen wir nichts. Das ist sauber, das sieht gut aus, da kommt nur ein Tropfen Öl drauf. Schauen wir mal, ob es geht. Jawohl, funktioniert. Was wir hier sehen, vielleicht kann man das, ich weiß nicht, ob es auf dem Video gut rüberkommt. Hier ist so eine ganz kleine Feder, hier ist noch eine. Und das sind immer meine Worte, never change a running system. Wenn das funktioniert, Finger weg davon, würde ich nichts machen. Okay, als nächsten Schritt können wir den Rotor wieder draufstecken. Der Rotor ist sauber, da ist nichts zu machen. Was wir hier unten sehen, diese Verfärbungen, das ist kein Dreck, das sind tatsächlich so Verfärbungen. Ja, das kriegt man nicht weg, aber hier ist alles in schönster Ordnung. Dann können wir den wieder draufsetzen. Der Rotor hat in der Mitte ein Loch, was nicht rund ist, sondern so oval und man muss das eben richtig auf die Achse stecken. Die Achse ist vorne auch nicht genau rund, sondern er hat auch an der Seite so Abflachungen und so wird es dann da drauf gesetzt. Dann tun wir gleich die Mutter hier drauf. Drehen die wieder fest, wie gesagt mit einem 12er Schlüssel im Uhrzeigersinn. So sitzt das dann wieder drauf und es läuft, Moment, leicht und leise und
geräuschfrei. Prima. Okay. Mit dem Bügel machen wir nichts. Die Feder ist stark, er schnappt um. Das Einzige, was wir hier machen, wie immer, es kommt hier in diesen kleinen Spalt zwischen dem Bügelarm und dem Rotor kommen ein paar Tropfen Öl rein, dass das Ganze leichtgängig ist. Baut das nicht ab, hier den Bügel. Diese Schraube nicht lösen. Hier unten drunter ist ein Federmechanismus. Es braucht manchmal Erfahrung, es braucht manchmal Glück und manchmal sogar Spezialwerkzeug, wenn einem das auseinanderfliegt, das wieder richtig zusammenzubauen. Also solange der Bügel umschnappt, solange er leichtgängig geht, solange die Feder, die hier drunter ist, genug Spannkraft zu haben scheint, Finger weg davon, einfach hier etwas Öl und das reicht in aller Regel. Das Schnurlaufröllchen, das gleiche. Das mache ich heute jetzt auf diesem Video nicht. Ich habe letztes Mal ein Video gemacht, wo es nur um die Schnurlaufröllchenpflege geht. Da muss man hier diese Schraube aufmachen, aufdrehen. Dann kann man den Bügel hier ein Stück wegziehen, das Röllchen hier abnehmen, darunter reinigen, ein Tropfen Öl und wieder zusammenbauen. Das war alles. Aber wie gesagt, Rotor, Bügel, Schnurlaufröllchen. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, Finger weg davon. Okay, dann kommt das Getriebe. Zunächst setze ich hier hinten dieses Kugellager wieder ein. Dass es wieder so da drin sitzt. Und das sind offene Kugellager, nicht geschlossen, nicht versiegelt. Als nächstes folgt dann hier dieses Zahnrad. Auch das wird wieder gefettet. Vorne wie hinten. Also das ist das Zahnrad, was den Wickelblock hin und her schiebt. Ich muss immer wieder auf die Kamera gucken, dass meine Hände und diese Teile hier dann tatsächlich auch im Bild sind. Im Eifer des Gefechts passiert es nämlich immer wieder, dass ich da außerhalb der Brennweite agiere. Okay, gut. Dann wird dieses Rad hier drauf gesetzt. Also vorn und hinten gefettet. Und mit dieser kurzen, sehr kurzen, flachen Schraube wieder fixiert. Da braucht man einen Schraubenzieher, der eine sehr feine Klinge hat vorne, weil der Schlitz von der Schraube sehr eng ist, sehr fein. Okay. Gut, dreht sich, alles in bester Ordnung. Kommt hier noch etwas Fett drauf. Das ist hier eine Stelle, da bin ich mit dem Fett nicht so sparsam. Weil dieses Zahnrad hier mit dem Wickelblock, das muss arbeiten. Also da ist einiges an Belastung da. Immer mit dem Spulenhub, da soll man am Fett nicht sparen. Gut, als nächstes kommt dann hier dieses Zahnrad dran. Hier dieses kleine Zahnrad, was da drauf ist, das treibt dieses andere Zahnrad an und bewegt dann den Wickelblock hin und her. Hier auf die Achse ein wenig Fett und dann hier auf die Räder, auf die Zahnräder des Hauptritzels. Man muss nicht jeden Zahn erwischen, weil das Fett verteilt sich dann, wenn man die Rolle ein paar Mal gekurbelt hat, sehr gut von alleine. Okay, so schaut es dann aus. Also es ist mit einer dünnen Fettschicht eingeschmiert worden und dann wird das Ganze hier wieder reingesetzt und jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Hier dieses kleine Rad, dieses Zahnrad ist auf der einen Seite mit einer Platte versehen und die gehört nach innen. Also diese geschlossene Seite muss gewissermaßen zum Hauptritzel zeigen und dann kann man das Ganze wieder so einfach reinsetzen. Nächster Schritt, Wickelblock. Der da, auch der kriegt eine ordentliche Ladung Fett ab. Auch hier in Mitte in diese Schiene. So schaut es dann aus. Der wird dann hier hinten reingesetzt. So, und ich mache das immer so, wenn ich das zusammenbaue, dass der Wickelblock, also dass der Stift auf diesem
Ritzel und dann eben der eingesetzte Wickelblock, dass die am hinteren, unteren Ende der Rolle sitzen. Einfach, dass man Platz hat, wenn man jetzt dann nämlich die Achse wieder einführt. Die Achse habe ich einfach nur abgewischt. Sie ist sauber, guter Zustand, Edelstahl. Da kommen zwei Pinselstriche ganz dünn Rollenfett drauf und dann wird sie hier von vorne wieder eingeführt. Und diese Achse, das habe ich vergessen, hinten, also sie hat hinten so eine Abflachung. Und diese Abflachung, die muss zu euch zeigen, wenn ihr von oben in die Rolle hineinguckt. Und dann hat sie hier oben so eine kleine Aussparung, was wir da sehen. Sieht man es da, ja. Und die gehört nach oben, diese kleine Aussparung, weil da dann die Befestigungsschraube drin sitzt oder durchgeht durch diese Aussparung. Gut, jetzt wird das Ganze hier wieder reingeschoben bis ans Ende mit dem Stichling. Kann man reingehen und gucken, ob es plan sitzt, ob es gut sitzt. Und dann kommt hier diese kurze silberne Schraube rein, die die Achse im Wickelblock fixiert. Und da nehmen wir am besten einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Okay, so sitzt das dann da drin. Hier auf das Ritzel, auf das Hauptritzel, kommt so eine dünne Beilagsscheibe. Die ist mir eben heruntergefallen. Und auf diese Beilagsscheibe wird dann das dritte und letzte Kugellager gesetzt. Und nur sicherheitshalber kriegt es doch nochmal einen Tropfen Öl, weil ich nicht weiß, wie viel Öl durch das Papiertuch hier aufgesaugt worden ist. Und das war's schon. So sieht das Ganze dann im zusammengebauten Zustand wieder aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Deckel, der wieder drauf muss. Und da muss man gucken, dass er eben plan, gerade sitzt und auch so laut einschnappt, wie das jetzt hier passiert ist. Und dass dann am Seitendeckel, dass da keine Fuge oder keine Ritze ist, dann weiß man, es sitzt alles plan und fest, wie es sollte. Dann folgen diese drei Schrauben hier. Und was ihr da seht, was ich oft mache, Moment, sieht man es hier, mit dem Stichling, ich habe hier einfach diesen kleinen dünnen Stichling in eines der Schraubenlöcher gesteckt und das hilft oft, das Ganze auszurichten oder das Ganze einigermaßen an seinem Platz zu halten. Wenn man also in eines dieser Schraubenlöcher diesen dünnen Stichling reinsteckt, dann hat es so eine fixierende Wirkung und man macht sich das Leben beim Festziehen dieser drei Schrauben hier etwas einfacher. Also rein mit den drei Schrauben. Was ich jetzt noch nicht mache, ist, dass ich sie ganz fest drehe, sondern ich drehe sie nur ein gutes Stück rein und wenn ich dann merke, alles sitzt plan, sitzt an seinem Platz, erst dann gehe ich her und drehe diese drei Schrauben ganz fest. Okay, das war's, mehr oder weniger. Schauen wir mal, ob sie sich dreht. Rücklaufsperre aus. Aha. Nee, sie dreht sich nicht richtig. Was ist passiert? Sie dreht sich schwer und zäh. Das ist jetzt interessant. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Aber schauen wir nochmal rein. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, was einem bei der Rollenwartung passieren kann. Irgendwo ist der Wurm drin, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, irgendwas sitzt nicht richtig, läuft nicht richtig. Das passiert. Passiert jedem und ich habe ja immer wieder gesagt, die Pflege von so einer Angelrolle, was man braucht, ist Geduld und Humor.
So, warum läuft es nicht richtig? Jetzt läuft es ganz leicht und geräuschlos. Das heißt, es ist vielleicht etwas hier mit dem Seitendeckel nicht richtig gewesen. Jetzt setze ich den mal wieder drauf und drehe nochmal. Dreht sich auch leicht und geräuschlos. Was war da los? Dann drehen wir nochmal diese Schrauben hier rein. Vielleicht saß hier das Kugellager nicht richtig plan drin oder nicht weit genug drin und hat dann nachdem ich das Ganze zusammengeschraubt habe, etwas Druck ausgeübt. Jetzt gucken wir mal. Aber ja, ist jetzt gar nicht schlimm, dass es das jetzt passiert ist, weil dann kann jeder sehen, man ist nie vor unangenehmen Überraschungen gefeit. Also so etwas passiert ständig. Ich hatte letztens mal eine Rolle auf dem Tisch, von der ich dachte, ich kenne sie in- und auswendig. Aha. Und das Problem bleibt, sie dreht sich immer noch nicht leicht, wie sie eigentlich sollte. Was ist da los? Jetzt mache ich die Schrauben hier mal etwas locker und jetzt dreht sie sich wunderbar. Also wenn ich die Schrauben zu fest ziehe oder ganz fest anziehe, dann klemmt irgendwas, dann wird irgendwo Druck ausgeübt. Also ich hatte eine Rolle auf der Bank, von der ich dachte, ich kenne sie in- und auswendig. Und da war der Wurm drin. Ich musste sie dreimal auseinander und wieder zusammenbauen, bis endlich irgendwo der Fehler entdeckt war und sie nach dem Zusammenschrauben dann reibungslos lief. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also, so dreht sie sich leicht, einwandfrei, ohne Probleme, so wie sie sollte. So, der Deckel sitzt plan, sitzt nicht schief. Jetzt habe ich mal hier diese dünne Beilagsscheibe, die unter das Kugellager gehört, herausgenommen. Und jetzt dreht sie sich einwandfrei. Das dürfte eigentlich nicht sein. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und das ist auch wieder erstaunlich, was manchmal so kleine papierdünne Beilagsscheiben für einen Effekt haben auf die Performance einer Angelrolle. Wenn so eine Beilagsscheibe falsch platziert ist, oder man baut sie an der falschen Stelle wieder ein, was das für Auswirkungen haben kann auf die Leichtläufigkeit von so einer Rolle. Interessant. Also, ich habe jetzt nur den Deckel drauf getan und drehe die Rolle, übe mit meinem Daumen Druck aus und ich merke, es geht schon wieder schwer. Ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme diese Beilagsscheibe heraus, obwohl sie eigentlich hineingehört. Ja? Und das mögen mir jetzt alle verzeihen, aber ich bringe dieses Video jetzt zu einem Ende, auch wenn der Erfolg nicht ganz hundertprozentig sich eingestellt hat. Ich schraube die Rolle jetzt einfach mal zusammen, damit ihr seht, wie so eine Komplettwartung auszusehen hat. Und dann werde ich mich nochmal um diese Beilagsscheibe kümmern oder da nochmal herumspielen und werde versuchen herauszufinden, was da jetzt aus irgendeinem Grund schief gelaufen ist, warum das nicht richtig läuft und werde dann vielleicht die Lösung, wenn ich es herausgefunden habe, einfach noch zusätzlich in der Kommentarfunktion dazu schreiben, damit jeder weiß, aha, hieran hat es gelegen. Also wen es interessiert. Also ohne diese Beilagsscheibe läuft das Ding
einwandfrei und ohne Probleme. Da stecken wir die Kurbel rein, fixieren die Kurbel auf der anderen Seite mit dieser Schraube hier. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich völlig täusche und diese Beilagsscheibe an eine andere Stelle gehört. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil sie ist mir beim Ausbau des Hauptritzels an dieser Stelle herausgefallen. Egal. Kümmere ich mich dann im Anschluss drum. Okay. Gut. Auch wenn das jetzt nur zu 99,9% erfolgreich war, hier dieser kleine Übeltäter, um den muss ich mich noch kümmern. Das war also die Reinigung einer, die Reinigung, die Wartung und Pflege einer Daiwa 9000C. Einer äußerst soliden, großen, stabilen Großfischrolle, Salzwasserrolle. Und ich wiederhole mich, wer so etwas noch hat und fährt nach Norwegen, nehmt sie mit, bringt sie zum Einsatz. Wer auf Wels geht und hat diese Rolle noch, kauft euch keine neue Wallerrolle, sondern nehmt dieses Ding her, unzerstörbar, unkaputtbar. Das einzige Manko von diesen Rollen ist, ihr habt es gerade gehört, die tierisch laute Rücklaufsperre. Okay, Bremsenservice spare ich mir jetzt. Das habe ich schon auf anderen Videos schon gezeigt. Das ist ganz konventionell. Man nimmt hier einen Clip heraus, der ist fünfeckig. Ach was, ich mache es ganz schnell, nur um es euch zu zeigen. Also hier oben ist so ein fünfeckiger Clip, den man mit einem Stichling oder einem kleinen Schraubenzieher herausnehmen muss. Finger drauf halten, es ist ein Federclip, der springt weg. So schaut es aus. So ein fünfeckiger Clip ist es. Und hier unten drunter ist dann hier dieser Bremsenstapel. Und der besteht nur aus Metallscheiben und Bremsscheiben. Und da muss man nur schauen, ist das alles sauber? Sind die Metallscheiben glatt, nicht korrodiert? Und dann wird das einfach so wieder zusammengesetzt. Eine Teflonscheibe, die ist wartungsfrei. Eine Metallscheibe mit so kleinen Ohren, die kommt in die Mitte. Kommt die nächste Teflonscheibe, die kommt da drauf. Und dann am Schluss nochmal so eine Metallscheibe, die kommt wieder oben drauf. Und dann wird dieser Ring hier wieder drauf gesetzt. Dieser Clip, dieser fünfeckige Clip, der sitzt hier dann im Inneren in so einer kleinen Rille, in so einer kreisförmigen Rille und hält den Bremsenstapel an seinem Platz. Ja? So schaut es dann aus. Also das war jetzt im Schnelldurchgang. Wären die Bremsscheiben verdreckt gewesen, wären die Metallbremsscheiben korrodiert gewesen, hätte man sie putzen und polieren müssen. Aber das war jetzt in dem Fall nicht nötig. Ich habe es also einfach wieder zusammengesteckt. Und die Spule wieder drauf, Bremsknopf wieder drauf. So. Und fertig ist das Ganze. Und wie gesagt, dieser Übeltäter hier, ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit habe ich wahrscheinlich falsch gemacht. Da kümmere ich mich jetzt noch drum. Also, vielen Dank fürs Zusehen und entschuldigt diesen kleinen Fehler. Bis zum nächsten Video. Ciao.